Liebe Freunde, willkommen zu dieser Episode Daisy 19 Uhr, in der wir erstmal eine heikle Begegnung auf dem Livonia Airfield haben, und zwar bei Nacht. Howdy, boys. Und später in einen Fight geraten, der in einem ziemlichen Massaker endet, bei dem man das ein oder andere Mal auch die Fassung verlieren kann. Ach, verpiss dich doch mit dem scheiß Messer. Und aus dem wir mehr oder weniger lebend herauskommen. Wir starten jetzt am Airfield mit Nachtsicht, die ist aber, keine Sorge, in ein paar Minuten vorbei, wenn hier im Video die Sonne aufgeht. Aber ist ja, die Zombies rennen da vorne schon. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen anschleichen. Wo genau? Vor uns, ja, ich glaube, wir sind stehen geblieben, weil wir nicht geschossen haben. Ja, du kennst ja den Bug. Ja, ja. Wenn wir schießen, rennen sie 20 Kilometer, wenn der Gegner schießt, 1-2 Meter. Ah. Ja, so ist das nochmal. Hier musst du irgendwo sein in der Nähe, pass auf. Ja, Mann. Hier wurde nämlich gerade einer ermordet. Ich finde es erstmal ganz geil, dass wir Nachtsichtgeräte haben und ein bisschen was sehen können. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, wir müssen schon auf sehr viel richtig. Mhm. Performance auf dem Server teilweise. Ja, ist nicht Baumaschine. So, merkt man direkt, meinst du? Achtung, Achtung, vor uns. Hast du gesehen? Nee, habe ich nicht. Wo? Oh, fuck, da, ja. Sollen wir direkt schießen? Ich weiß nicht, er macht nichts gerade. Er schleicht ohne Waffe, oder? Ne, er hat eine Waffe. Der hat eine Waffe, ja. Der kommt hierher. Soll ich ihn töten? Ich weiß nicht. Sollen wir reden? Ich weiß es nicht, Bro, Mann. Der hat gerade einen erschossen. Der lootet jetzt irgendeine Leiche, Mann. Wollen wir lieber sicher gehen? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Get a nade. Ich rede in 3, 2, 1. Hello. Hey, yo, we are friendly. We won't kill you, man. Can you talk? Yeah, brother. Where are you at? Oh. Where are y'all coming from? Wait, where are y'all coming from? Oh, we just arrived here. We're two guys. Hello, buddy. We just saw you in the grass. Are you friendly? Can we come over? Yeah, I'm friendly, but I prefer y'all to not come over. Does that make sense? That makes perfect sense. I've been killed too many times by doing this, so... Yeah. I appreciate y'all announcing yourself. We were killed as well a couple of times, you know, but... It could be different this time. Hey, okay, hey. Look, I'll put my gun away, okay? Can you see me? Oh my god, du bist irre. Wait, can you give me like 5 more minutes? You got night vision? 5 minutes? What are you doing there? 5 minutes? Holy shit. I just killed the guy, I'm just trying to get my loot. You got night vision? Loop. Hell yeah, I got night vision, brother. I just took it off the guy I killed. Okay, look, I got no gun in my hands, man. Why did you kill him? The dude was fucking shooting me first. Okay, yeah, that's a good reason. Oh, good boy. Maybe we can work together, man. Look, here I am. I'm approaching you now, okay? Are you fine with it? So, du bist wahnsinnig, Alter, wenn der schießt, Mann. Hey there. You're about to look. Der Schiss, Bro. Der will nicht. Sollen wir beide hingehen mit Waffe? Echt? Und dann? Ich weiß nicht. Du, der schießt direkt, ich weiß es, das spüre ich. Can we at least walk by? Okay, I got everything I want off this guy. Can I leave in peace? Yes. Lass ihn gehen. Und dann? Weiß nicht, einfach nur so. Oh, der humpelt. Oh, are you hurt? Achtung, lass dich nicht killen, Mann. Nee. Stop right there. Are you hurt? Okay, do you need anything? I won't kill y'all. Please don't kill me. Please don't kill me. We won't kill you, man. No problem. We won't kill you. Are you hurt? Do you need anything? No. Me and my friend, we just started the server maybe like 30 seconds. Not 30 seconds, like 3 minutes ago. Oh, okay. So I'm like a quarter of bar health. I just got some water and shit off this guy. Where's your friend? Is he dead? First time. I'm a fiend stick. Yeah, my friend dead, but he's trying to... Nick, what town are you in? He's coming back up. Okay. Yeah, he won't kill y'all. So that was my friend that just died on the thing. So there's someone... And Nick, how close are you to the base? What's the best spot for loot on this map? I'm not so sure, to be honest. I think this airfield is pretty good. There's a place called Radonin. There are some ruins. There's a military base as well and some tents. So for military loot, that's a good spot. Well, nice to meet y'all. Thank you guys for not just killing me right away. Yeah, why should we? Yeah, sure, man. Why should we? We love the interaction, man. Yeah, but now we don't need you anymore. Come on. No. No, it was a joke, man. We're no killers. We only kill the bad guys. There. Yeah, so me and my friend, we were looting this airfield. He was in the far right building, if you're looking at the crash helicopter. Killed by an auto weapon, and then that's when I jumped down, saw this guy, he took a shot at me, so I took a shot at him, and luckily I just killed him. Yeah, it's fine. Good job. Now my friend said that
he thought there's two of them, so I don't know if there's someone else lurking around, but yeah, probably. So far, it's been the only guy I've seen. Yeah, I think we will move on now. GG, I'm going to keep running back up that way, kind of get back to my old friend dad and just... You need a saline, by the way? No, I mean, my health, everything's fine besides like my actual health bar. All right, bro, then stay safe, stay friendly, and goodbye. GG. Hey, buddy. GG, y'all. Please fucking get me in the back of the head. No. Goodbye, man, goodbye. Goodbye, my friend. Good luck on your... Oh. Zombie. You too. Ja, friendly Begegnung gehabt hier. Aber ziemlich kritisch auch, ne? Ziemlich kritisch am Anfang, ja. Sehr, sehr misstrauisch. Aber verständlich. Ich meine, in der Daisy Standalone Community ist das ziemlich, ja, wie soll ich sagen, das ist ziemlich toxisch auch. Läuft ne? normalerweise ein bisschen anders. Ja, ja. Aber gut, dass wir noch gesprochen haben. Ja, auf jeden Fall, finde ich geil. Wie geht's wohin, Mann? Ich hab's wieder vergessen. Wir gucken hier noch ein bisschen weiter rum und schauen mal, wen wir hier noch so finden. Denn den einen oder anderen Schuss hatten wir gehört. Ich wäre mir jetzt nicht so sicher, ob das nur von den beiden kam oder den dreien. Ja, nice, perfekt. Geil. Auch um es schnell wieder Tag sein zu lassen, skipp ich hier mal. Wir haben uns noch auf dem Airfield umgesehen, bisschen hier und da Loot eingesteckt, sind auch wieder erwartend dem Kollegen von eben nochmal begegnet und noch jemand weiter. Bei mir vor mir ist einer. Elbaracke. Wo genau? Achso, hinter das ist nicht bei uns, ne, sondern... Hinter der Elbaracke. Ach, da bist du noch. Okay, ja, ich hoffe mal, dass du mich jetzt hier nicht sehen kannst. Ich komme mal rüber zu dir. Weil ist es schon hinten durch weiter irgendwo? Ich sehe gerade niemanden. Scheiße. Ist der außerhalb des Zaunes weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Irgendwas rumhuschen sehen. Sollen wir reden? Hallo? Dann ist er hinterm Zaun lang, oder? Ich gehe mal zum Hobbitügel, vielleicht sehe ich ihn. Hey, you guys aren't gonna kill me, right? Oh, hey, hallo. Ich bin full equipped, bis oben hin. You talked to my friend earlier. Oh, hey, it's you. Where are you? You are the friend, right? I'm the friend of the friend. Richtig voll the war friend der. Of the friend. Hey, man, were. Hello. No problem, no problem. But my friend Eric. You talked to my friend Eric. Siehst du was? So. Yeah, okay, all right. Nice. Nice to meet you as well. Hello, my name is Nick. It was quite some time ago. We saw him the last time. He said Eric's... He's about to be here. Ah, okay, all right. Yeah, nice to meet you, bro. I just wanted to hide in a bush because I didn't want to die. Yeah, me neither. Because I just got here. My friend's over there at the fence, so don't worry. Yeah, I saw him too. Der war auch weiterhin super friendly. Wir hatten dann noch ein bisschen Smalltalk mit denen und haben uns verabschiedet. Where are you from, by the way, man? Texas. Yeehaw, yeehaw, howdy, boys. Die sind an ihrer Wege gegangen, wir unserer, und zwar ins ADC und haben da erstmal Pause gemacht, um bei Tageslicht weiter zu marschieren. Boom, Leute, du. So. Ja, kleine Komplikation hier, naja, auf jeden Fall. Neuer Abend, neues Glück. Wir haben ausgelockt da im ATC und sind jetzt auf dem Weg nach, wie heißt der Ort noch gleich? Topolin, die große Topolin. Stadt. Topolin, oh, ich bin hier Schrecken ist, bekommen. Alter. Ne? Meine Güte. Ja, wir ziehen hier erstmal... Oh. Oh, ein Auto. Wir gehen jetzt mal runter vom Airfield, würde ich sagen, haben genug erlebt hier. Wir haben auf jeden Fall genug... Das ist ein Helikopter-Trader übrigens, ne? Nur so mal erwähnt. Ja, ich weiß, das ist ziemlich gefährlich hier. Das ist extrem gefährlich. Und wir haben immer noch die goldene AK. Ich bin echt froh, seit wie lange? 2 Wochen schon? Nicht ja, gestorben? Also quasi? Zumindest seit vorletzter Folge haben wir die am Start hier. Richtig geil und... Ja, gestorben schon, aber immer wieder bekommen. Halt, ja. Immer gesaved, ja. Ja, da würde ich sagen, hier 2,6 Kilometer und dann sehen wir uns in Topolin wieder. Wenn es wieder dunkel nice. Ist, oder? Bis dann. Weiter Richtung Süden in Topolin haben wir leider niemanden getroffen. Noch weiter im Süden bei Nardbor leider auch nicht. Aber haben noch einen Airdrop gefunden. Ja, das scheint noch ungelootet. Was ist das von einer halben Stunde hier gedroppt? Ja, ja. Scheiß Wölfe. Was ist das für eine Waffe? Die M60. Obwohl, ich glaube, die guten Waffen sind schon weg. Ich glaube, hier war echt einer. Sonst wären die Wölfe ja nicht so weit verstreut. Nee. Was ist mit der Canteen hier? Kann man die nehmen? Ja, gönn. So. Na, ja, das Essen war ja auch relativ weit verstreut, ne? Das war alles in der letzten Folge, die ich hier beziehungsweise unterm Video natürlich auch nochmal verlinkt habe. Ist ja nur eine Dose da, G36. Kann man die brauchen? Oh doch, da hätte ich auch das ein oder andere Mag für. Und beweg dich bitte beim Looten, ne? Ja, mach ich doch. Okay. Ja, nice. Haben wir doch noch das ein oder andere abgestaubt, kann man sagen. Der Drop in der Folge ist mittlerweile auch Standard. Jede Folge ein Drop, meinst du? Ja, jede Folge ein Drop. Ja, muss sein, diesmal aber auch im Hellen. Ich glaube, das war auch hier auf dem Feld, ne? Oh, das könnte sein, dass es hier war, ja. Das ist zumindest wieder Nachbau hier in der Nähe.
Und da waren wir ja letztes Mal auch schon. Haben wir natürlich nur das ein oder andere zu essen gefunden, inklusive Sandwich. Was nicht ganz unwichtig ist, muss man sagen, hier auf der Map. Ja, stimmt, es gibt echt nicht so viel Stuff. Nice, perfekt. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und sehen uns gleich wieder, oder? Ja, auf jeden Fall, nice. Mann, geil. Siehst du das nicht? Aber warum ist hier Toxic? Macht keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, warum hier Toxic Zone ist. Das ist auf jeden Fall ein bisschen creepy. Ich glaube, das ist das Gefängnis hier. Oh mein Gott, kann sein. Ja, lass doch mal ein bisschen den Bogen drum machen. Weil wir jetzt natürlich kein entsprechendes Equipment haben, um uns dort hineinzubegeben. Warum ist hier eigentlich Toxic Zone mitten in der Spawn-Gegend? Das ist DayZ, Digga. Community ist immer toxic. Ach so. Ah, lol. Oh. Da hilft natürlich auch keine Kleidung, liebe Leute. Ach so. Regen. Ja. Wölfe. Alter, toxic Wölfe, das... Das Game will uns einfach töten, Mann. Ja, das Game will uns töten, aber wir leben natürlich noch und ziehen jetzt mal weiter in Richtung Airfield, oder? Oh Gott. Jo, weil nichts anderes geht auf der ganzen Karte, nice. Nice. Und zwar sind wir weitergezogen, schwimmend und marschierend. Ganz bis ans Airfield haben wir es leider nicht geschafft, denn wir haben in unserer Nähe Schüsse und Einschläge gehört, denen wir auf den Grund gehen mussten. Was in ziemlichem Beef und dem Massaker um Gliniska endete. Ist hier irgendwo? Nee, das war ein bisschen weiter weg, glaube ich. Oh. Zombies juckt's nicht irgendwie. Oh, oh, ich sehe sie, Bro. Wo? Bist du hinter mir? Ja. Geradeaus zu auf dem Feld rennt Richtung links weg. Da Blut. Hinter. Oh, fuck. Zombie rennt hin. Oh, ich verstecke mich hinter dem Heuballen erstmal. Ja, gute Idee. Ja, ich habe jetzt. Ach, ich sehe einen rennen. Ach, Mann, ey, was ist das denn? Die Nice auf den Heuballen geklettert. Kill ihn doch mal. Alter, das Game, ne? Sorry, ich muss ein bisschen lachen. Gehört. Da, ich sehe auch irgendwas irgendwie. Ist full equipped, oder? Ja, der humpelt. Wollen wir den holen? Ja, nee, ja, hingehen, oder? Oder das ist ein Meer, pass auf, das ist ein Meer. Ah, das ist gefährlich, Mann. Was machen wir mit denen? Ich weiß es nicht. Das sind zwei oder drei Stück. Das sind drei Stück, die können wir doch nicht friendly aber machen. Worauf schießen die denn? Auf Zombies, was machen wir, Bro? Ich weiß es nicht. Ich könnte sie jetzt holen. Ja, pass auf, links sind doch auch schon welche, oder nicht? Zwei, ja. Ich könnte jetzt einen... Der aimt nicht auf mich. Hab einen, oh mein Gott, nice. Hab einen gekillt. Nice. Zombie rennt immer noch hin. Aber wo sind die anderen? Shit, Zaun war davor. Warte mal, rennen die noch weg? Ah, da links rennt weg. Hey, oh, also der hat irgendeine Waffe, pass auf, ne? Wo ist der? Hab einen gehittet. Hinterm Heuballen. Da war Blut. Okay. Mann, die Zombies fucken mich so ab in dem Game, ne? Ich schätze, der ist immer noch hinterm Heuballen. Oh, ich weiß es nicht genau. Nice, perfekt. Muss mich kurz zurückziehen. Ich sehe leider sonst niemanden mehr. Da ist nur noch einer. Oh, ich habe alle Zombies bei mir, Bro. Das ist gut, Mann. Ach so. Ich habe alle Zombies der ganzen Stadt hinter mir. Aber wo ist der Letzte? Ich weiß es nicht. Ja, lass mal, ja, ich renn mal in die Richtung, wo du rennst. Sehr schwer zu sagen jetzt gerade. Oh fuck, Alter, wo waren die Zombies denn hin? Alter, wie viele sind das denn? Ja, ich weiß. Wenn ich schieße, habe ich oh alle. Oh mein Gott. Und wenn die Gegner schießen, haben die keine, das ist immer so. Ja, ich versuche die Gegner zu spotten. Viel Glück, Bro. Ach so, allein, klar. Jo, wie viele? Das gibt's ja nicht. Okay, ich sehe den Letzten. Okay, wo? Nee, doch nicht. Okay. Ich sehe den Letzten beim Heuballen links. Ja, ja, ich sehe ihn. Oh, er aimt auf mich, oder? Ich glaube, die Zombies sind meine irgendwie, Deckung. Irgendwie erwische ich ihn nicht. Sieht er mich? Nee. Ich glaube, er aimt auf mich, Bro. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, Alter. Ich sehe ihn nicht mehr. Er liegt jetzt irgendwo im Gras wieder. Ne, er rennt zu dir. Er rennt Richtung dir. Links. Ich sehe ihn, ja. Achtung, er aimt. Ja, ich weiß. Aimt er auf mich? Ich bin safe. Er rennt weiter. Ich würde ihn gerne anschießen, aber ich kann nicht. Ich kann auch nicht. Hände am Heuballen, Achtung. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, auf wen er zielt. Auf mich. Nice. Habe ich ihn getroffen? Ja, hast du. Ich sehe nicht mehr. Ich bin gleich hinter ihm.
Aber noch einer, Bro! Oh mein Gott. Bist du dead? Ja, natürlich. Okay, der eine Typ aimt noch auf mich. Oh, du solltest fliehen wahrscheinlich. Es sind noch zwei. Ja, der eine aimt noch auf mich. Okay, jetzt sehe ich ihn. Die haben super viele Zombies. Die dürfen jetzt meine Zombies haben, ne? Ja, haben sie auch. Sehr schön. Immerhin. Was in dieser Situation leider nicht ganz so hilfreich war, ist, dass ich einen Gamecrash hatte in genau dieser Situation. Aber nach kurzer Zeit war ich auch schon wieder am Start. Hm. Du bist wieder da? Ich weiß. Die schießen immer noch. Ah, ich sehe leider keinen mehr. Ich höre die auch in ganz nah ballern mit mir. Ah, die wissen halt, in welchem Heuballen ich liege. Willst du zu deinem Loot oder soll ich dir erstmal eine Waffe geben? Entscheid du, was besser ist. Bist du safe? Entscheid du, was besser ist. Ja, ich weiß es nicht, ob ich mein Loot kriegen kann wieder. Oh, da hinten läuft einer auf dem Feld. Ja, ich bin bei dir. Nice. Achso. Ich bin bei dir. Wenn du irgendwas droppen willst, mach das gerne. Sonst versuche ich meine Leiche zu looten. Warte, soll ich dir was geben? Ich könnte eine Weiger droppen. Ja, Weiger ist gut. Mach schnell, bevor er dich sieht. 15 Schuss drin. Oh, perfekt. Ich geh einfach rein, okay? Ja. Wo sind die denn? Naja, der eine ist irgendwo hinterm Heuball, ein bisschen weiter weg, immer noch. Und okay. Piekt immer mal wieder. Man sieht gar nichts in den Büschen. Oh, shit, ich glaube, der hat neu eingeloggt. Ah, der hat auch einen Crash gehabt, oder was? Kann sein, ja. Ey, der ist irgendwie immer weiter weg, als ich denke. Hier ist keiner. Schön, dass ich was gesehen habe. Okay, ich habe jetzt gerade wieder einen gesehen, der ist... Oh, der ist... Nee, warte mal. Ich weiß nicht, wo der jetzt hin ist, Mann. Vielleicht nach Norden, vielleicht zu diesem Radar-Ding. Bei mir ist einer. Shit. Der will mich, oder was? Was ist das für einer? Ein Bummy. Achtung, einer aimt auf mich. Wow! Der rennt zickzack, so ein Scheiß, ey. Achtung, Bami kommt zu dir. Oh mein Gott, Bami kommt zu dir. Oh Gott, Alter. Ich kill ihn gleich, warte. Wo ist es? Hinter mir, alles gut. Achtung, voll equipped hinter dir. Hinter mir? Hab ich einen? Nee, doch nicht. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was hinter mir bedeutet, ne? Nein, neben dir ist es. Ach, Alter, verpiss dich doch mit dem scheiß Messer! Das sind noch zwei? Ja, ich weiß, Mann. Hab einen? Noch einer. Ich wach gleich auf. Ich blute hart, ich muss nachladen. Ich wach gleich auf, ich bin gleich da. Ja, ich blute nur einen einfach, aber... Da ist noch einer in der Nähe, pass auf, der ist voll equipped. I know. Bin da. Bist du bewaffnet? Ja. Ich sehe keinen. Nice. Steps, bist du? Ja. Ich verbinde mich schnell. Ich muss mich auch verbinden, glaube ich. Oh mein Gott, ich muss mich derb verbinden. Wie oft? Zweimal passt schon. Soll ich dir Bandages drop? Nein, bleib da, okay. Bleib da. Okay. Hör auf Steps, Mann, okay? Alter, was ist das für ein Buschfight? Das ist echt krank. Also shit. Da war ein Bambi, den hast du. Das Bambi ist dead, ja, das hat mich gemessert. Ein Equipter. Der ist dead. Und da fehlt noch ein Equipter, okay. Der hatte irgendwie einen blauen Rucksack oder so. Einen habe ich angeschossen, vielleicht ist er ohnmächtig geworden. Ich laufe mal ein bisschen Richtung Norden. Oh mein Gott, ich bin so grau, Alter. Da ist er! Scheiße! Der ist den Weg hoch, auf der linken Seite hinter den Büschen quasi. Soll ich den Pull? Also wenn du safe bist, dann ja. Weil sonst hat da keiner mehr Waffen. Also mein Blut blinkt und mein Leben ist rot. Ist es safe genug?
Ja, eigentlich ist es schon safe eigentlich, oder? Achso, das ist eigentlich schon safe, meinst du? Wie ihr da in der letzten Szene schon habt sehen können, bin ich direkt wieder auf dem Weg zu Luzi. Ist auch gar nicht so weit gewesen, aber wir haben dann im Killfeed gesehen, dass da wohl nicht nur eine Partei ist, sondern mehrere, die sich selbst auch bekriegen. Das sind echt Randoms. Der mich gekillt hat, der hat jetzt gerade einen anderen gekillt, ne? Ja. Wahrscheinlich so ein Bambi, weißt du? Mhm. Und es war an derselben Stelle, wo du gestorben bist noch. Okay, aber warte mal, kannst du den, bist du immer noch ohnmächtig? Nein, mein Blut blinkt aber. Ja, okay, kannst du den ja nicht sehen jetzt? Er ist im Busch drin irgendwo wieder. Hättest du eine Waffe für mich? Die Weiger, die du mir gegeben hast. Ja, nice, den push ich gleich hin. Ja, du kannst besser pushen, weil ich habe halt kein Leben mehr. Ja, das ist mir egal, ich push den gleich. Ja, mach das, ich gebe dir die Weiger, kein Thema. Ist mir egal, ich push den gleich, achso. Ja, du push den einen, mach den weg. Achso, ja, warte doch mal. Ja, ich bin wieder ohnmächtig, nimm dir einfach die Waffe, wenn du da bist, ey. Ja, Mann. Ja, ich komme so ein bisschen über Süden, dass er mich nicht sofort sieht, weißt du? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh. Nee, ich höre Zombies, komm. Oh, shit. Nein. Ah, warte mal, Jummes, er wurde gekillt. Nein, wieso kommt der Zombie auf mich? Ich habe doch nichts getan. Oh, nee, ne? Ey, ich habe, das Game ist so verbuggt, ne? Warte, bist du jetzt dead? Los. Ich werde sterben jetzt, ja. Ja, du wirst sterben, ich du bist tot. Rot. Geil, gutes Game. Ja, du bist dead. Ich lieg am Boden ohnmächtig, mach keine Geräusche, Zombie kommt auf mich. In den Busch, Alter. Ja, ich glaube, dass das Ding ist, wenn die Schüsse da einschlagen, das hat jemand in den Kommentaren geschrieben, dann gehen die Zombies dahin, wo die Schüsse eingeschlagen sind quasi. Sinnvoll. Ich verstehe die Logik dahinter nicht ganz, aber ey, wenn mich hier keiner sieht, das ist ein Wunder. Also das geht eigentlich gar nicht. Das ist doch wieder dumm, ey. Ja, bisschen schon. Ja, ich kann da nicht mehr spawnen, das ist geil. Naja, hier Brenner ist doch auch nicht schlecht, oder? Ja. Okay, ich bin quasi jetzt direkt an den Leichen. Da ist halt noch einer, ne? Ja, ich habe jetzt Zombie-Aggro. Weißt du, ich habe Zombie-Aggro, verstehst du? Ja, ich versteh's auch nicht. Juckt mich nicht mehr. Das ist so ein kleiner Holzzaun, ne? Ja. Da bin ich drüber gesprungen, da liege ich im Busch. Okay, ich habe die Weiger. Nice. Ist noch ein ätzendes Scope drauf, pass auf. Shit, ja. Ich habe erstmal auf Luzi gewartet und bin dann langsam nach Norden vorgepusht, um zu gucken, ob da noch irgendjemand war. Naja, vielleicht ist der andere Typ, der ihn gekillt hat, jetzt auch weitergezogen, weißt du? Ich renne einfach mal hin. Ich weiß es nicht, es bringt irgendwie nichts, jetzt durch die Büsche zu schleichen. Oh, fuck. Ey, hier steht einfach ein Schrank in der Wildnis, was ist das denn? Ja, der hat mich voll erschreckt vorhin. Na, scheiße. Wahrscheinlich Schlafsack, oder? Für die Camper. Ach so, stimmt. Da ist irgendwas, hat sich irgendwas hingelegt ins Gras. Oh Gott. Shit, ich push dahin. Der hat mich gesehen. Aber ich weiß halt echt nicht. Hello. Hey, who are you, man? Hä? Der ist gestorben gerade. What? Ich versuche ihn mal wieder zu beleben. Das ist super risky hier. Aber der ist noch nicht dead. Yo, hello, can you talk? Bro, can you talk? Hello? Hello? Hey, what's up? Who are you, man? I'm currently dying. Don't have any blood in my body, so I keep passing out. Oh, shit. How's it going? Take this, man. Can you use it? What are you doing here, by the way? Oh. Oh? Der kippt immer wieder um. Ich habe noch nicht rausgefunden, wer er ist. Hey, bro. Oh. Yeah. Who are you? I just spawned at Gleniska and got fucked up by some wolves, so I'm just trying to find some loot. What are you doing here? I mean, did you just die here? No, I'm just running. I was going to go towards airfield. Ah, okay. Wrong direction, bro. I'm waiting for my friend. There he is. That's my friend over there. Alright. What's your name? Jake. Hi, Jake. What's up? Hey, er kippt halt immer wieder um. Der hat ja gar nichts. Nee, der hat nichts. Wir haben mal eine Dose gegönnt. Wo sind denn die Leichen? Sag mal. Lass erstmal Jake helfen. Yo, Jake. Oh, Jake, welcome back. Can you use the sailing bag? Maybe? Yeah, use it. Whoa. Im Busch wieder, oder? Watch out. Ja, ich seh ihn. Da rennt erstmal nur ein Bambi rum. Ich komm mit. Nee, da sind zwei Leute. Scheiße. Mann, Jack, was mit Jack? Ich weiß es nicht. Jack kippt gleich wahrscheinlich wieder um. Ich glaube, Jack wird bedroht. Oh! Bambi ist dead.
ENFRCR. Das war der, der uns gekillt hat vorhin. Okay, okay. Ich push einfach mal hin. Ja. Obwohl, nee, ich warte hier. Ich hock mich jetzt in den Busch. Und guck mal, ob da irgendwas kommt. Oh, hier ist doch noch eine voll equippte Leiche. Nimm. Also ich hab die Weiger halt und das hat mir erstmal gereicht. Der muss irgendwo vor mir im Busch sein. Oder ich bin gerade schon ihm vorbeigepusht. Der muss entweder zwischen uns oder von dir aus gesehen hinter mir sein, weißt du? Ja. Richtung Sonne. Ich bin full equipped. Gerade Barbie jetzt. Ich bin full equipped, da lag einfach noch eine Leiche ungelootet, Mann. Nice, Mann. Vielleicht bin ich wieder dead wahrscheinlich. Nice. Oh. Okay. Hier liegt auch noch ein toter Bambi. Warte mal, vor mir. Hinten am Feld. Oh mein Gott, ich steck fest. Wo? Vor mir gleich. Rechts oder links vom Weg? Hab ihn. Nice, ich hab's gesehen, perfekt. Das war er, der die Bambis gerade gekillt hat. Scheiße. Nein, noch eines gibt's nicht. Hab ihn nochmal angehittet mit der Weiger. Geil. Hab ihn, er ist dead. SRS Jomis. Die waren beide vom selben Clan. Alter, hat der viel. Die AK von mir wahrscheinlich, oder? Combat Pants. Ich nehme einfach alles, was ich kriegen kann hier. Da noch ein bisschen Stuff. Hier, dies, das. Okay, ich gehe mal ein bisschen zurück und versuche den anderen zu finden. Und dann würde ich sagen, komme ich dir entgegen und dann verlassen wir das Territorium hier. Wo lag denn der, den du gekillt hast? Oh, der ist irgendwo auf dem Feld. So ein bisschen auf dem Feld, ne? Wo ist Jack eigentlich? Ich glaube, Jack ist... Jack hat genug von dem Game. Jack hat schon deinstalliert. Jack hat schon deinstalliert, meinst du? Ja. Wurde der erschossen? Ich habe keine Ahnung, was mit Jack passiert ist. Liegt wahrscheinlich noch bewusstlos da an der Wiese, ey. Ja. Ich finde nur die Bambi-Leichen. Scheiße. Ja, egal. Ich bin gleich da. Aber warte mal, du warst ja auch voll equipped, ne? Ja, vielleicht nicht deine Leiche. Full war ich. Ah, da ist schon was. Ah, lol. Oh mein Gott. Ach komm, oh, wo ist denn die goldene AK jetzt? Sieht krass aus, ey. Achso. Ah, oh, da ist sie ja. Oh shit, Bro, ich bin da. Vor mir ist eine vor mir ist ein Full Equipped auf der Wiese. Vor dir ist ein Full Equipped? Ja. Das muss das sein. Der ist zwischen uns. Der lootet meine alte Leiche. Richtung die Stadt da. Die Niska. Schießt du, ja? Ja. Ja. Shit, Schüsse bei mir. Ich hau ab. Nein, Digga. Oh, nee, renn, bitte renn. Oh, really? Jetzt werde ich auch noch getroffen. Ey, kein Bock mehr, ne? Jetzt hänge ich auch noch fest im Baum. Scheiße, rennen, Alter. Ja, ich renne einfach. Ich will einfach nur saven jetzt. Den Loot, den verlieren wir nicht. Oh, bitte nicht. Oh, renne, rein. Ich weiß auch nicht von wo. Hörst du irgendwie von wo das kommen könnte? Irgendwie vom Airfield. Das schießt, glaube ich, jetzt auf mich, oder? Also bei mir zischt es noch. Es kommt vom Airfield, pass auf. Gott, das ist hier los, Alter. Ich will mich erstmal nur entfernen hier. Hast du alles gelootet? Nö, das ist so viel. Also ich meine für mich irgendwie? Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ich renne jetzt erstmal hier in die Stadt, verschanze mich in irgendein Gebäude und dann müssen wir uns kurz neu organisieren. Jo, machen wir. Ja, dann lass noch ein bisschen nach Süden gehen. Oh, really Baseman? Jetzt lass doch die Leute in Ruhe. Lass hier ins Double-Dings gehen. Double Brown. Wir haben uns dann da erstmal versorgt und ein paar Sachen aussortiert und ausgetauscht. Luzi musste dann mal ganz dringend, ja, auf die Toilette. Ich muss pissen, Alter. Während ich dann Schritte gehört habe und dann Folgendes passiert ist. Bro? Alter, scheiße. Oh mein Gott.
Digga, Spaß ist vorbei jetzt, ne? Hä? Hier sind zwei Leute reingekommen. Wie geht das denn? Keine Ahnung, aber die sind beide dead. Warum bin ich jetzt schon wieder tot? Naja, die kam rein, hat die Tür aufgemacht und hat dich erschossen. Das gibt's doch nicht, Alter. Aber ich habe ihn auch erwischt. Ja, komm, beeil dich einfach jetzt. Mach dich einfach auf den Weg. Ja. Ohne Umwege, Mann. Normal. Ach so, das ist nah dran, ne? Ja, ich bin da. Komm hoch, grab und dann... Yo, wie krank, ey. Ja. Sag mal, okay. Wird das hier schon wieder dunkel? Ja, kann sein. Das ist wieder mal richtig hardcore, ey. Ja, vergiss deine goldene AK nicht, ne? Das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist unser Markenzeichen hier auf dem Server geworden und in der Folge. Das hat echt so, ne? Ja. Vorhin mal kurz verloren im Fight da drüben auf dem Feld, aber natürlich wieder erobert. Oh. Ja, die haben uns alles wieder mitgebracht hier anscheinend. Oh, das ist mir... Ja, und ich schwöre dir, die waren ja nicht zum letzten Mal. Die kommen hier safe nochmal her. Natürlich kommen die nochmal her. Die wollen uns, Bro. Ja, vergiss die Mosin hier nicht. Das ist auch nochmal ein Traditionsgerät hier für uns. Ansonsten versuch vielleicht nochmal Wasser zu graben und so. Oh mein Gott, alles so viel Stuff, ne? So, komm, lass abhauen jetzt hier. Ich platziere jetzt eine Landmine, ob du da reinläufst, weiß nicht, ist mir egal. Echt jetzt? Ja. Oh, du bist so geh smart. Weg. Ja, geh ich runter. Will doch nur gucken, was du machst, Alter. Alter, ist echt ein Landmine. Ach, du bist echt ein Sadist. Das Ding ist jetzt scharf. Ja, keine Ahnung, da habe ich jetzt keine Gnade. Ja gut, wohl, kann ich verstehen. Warte, tickt die jetzt die ganze Zeit? Nee, ne? Nee, okay. Oh, das Fleisch könnt ihr behalten. Ich okay, auch, bin bereit, auf. Mann. Lass mal ganz kurz oben durchlugen, es regnet auch. Das ist jetzt kommt uns ein bisschen zugute. 3, 2, 1 und go. 3, 2, 1, 2, 1 und Abfahrt. Wow! Oh nee, ey. Ja, komm, mach zu direkt. Mach zu. Nee, komm, lass jetzt rauspushen, Alter. Ich hau wieder ab. Alter, Junge, ey, was ein Geschnetzel. Ja. Und über die Mauern Abfahrt, oder was? Ja, und Abfahrt direkt. Oh mein Gott, Alter. Alter, die werden wir nie wieder los, ne? Das, wir werden uns durch ganz Livlonia. Schön, Livlonia. Ich hoffe, ich höre gleich noch irgendwie eine Explosion oder so. Was ist los? Ich kotze. Was? Doch nicht jetzt. Oh Gott, ist der Typ lost, Mann. Komm, gib Gas. Kannst du rennen? Vorwärts, jetzt geht's. Ja, das Game manchmal, ne? Ich weiß nicht, ob wir jemals hier fortkommen, ganz ehrlich. Ich glaube nicht. Ach du Scheiße. Okay, perfekt. Ja, Bro, ich würde sagen, wir haben uns eine kleine Auflockerung verdient hier. Und zwar habe ich einen Kommentar bekommen von Mike Burner. Da muss man jetzt ein bisschen um die Ecke denken. Bist du bereit? Natürlich. Nice, perfekt, schreibt er natürlich. Danke für die perfekte Unterhaltung. Ich suchte euch jeden Sonntag. Leider bin ich selbst humorlos und kenne nicht so geniale Witze wie ihr. Oh mein Gott, vielen Dank für diese netten Worte. Ach so. Wie wir? Oh. Ja, wenn ihr auch noch ein paar Gags habt, schreibt die natürlich gern in die Kommentare an der Stelle, Bro. Du hast jetzt auch noch hier was Lustiges am Start. Natürlich. Ja. Von Didi Egger. Grüße gehen schon mal er raus. Erstmal eine nice Folge, Jungs. Dankeschön dafür. Und jetzt der Gag. Wie nennt man cholerische Delfine? Natürlich Ausflipper. Oh Gott, Flipper. Ausflipper, ja. Ich fehlen auch die Worte manchmal. Grüße gehen raus natürlich Didi. Auch. Grüße gehen raus an dich, danke für den auch an den einen oder anderen Delfin. Und die Delfine. Falls ihr auch Delfine mögt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ansonsten, wir machen bitte keine Delfine, ja. Okay. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also Delfine schauen zum Teil Daisy 19 Uhr, um wieder gesund zu werden, ne? Richtig, das ist eine Heilmethode für die. Das ist auf jeden Fall heilsam. Ja, ich würde sagen, wir laufen mal ein bisschen weiter und gucken, ob uns hier jemand begegnet. Natürlich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Perfekt. Geil, Mann. Jo, liebe Freunde, eine Szene haben wir noch. Wir wollten hier eigentlich schon einen Cut machen, haben aber noch ein paar Schüsse auf dem Airfield gehört und haben da eine Situation erlebt, wo ich schon sagen muss, so viel Luck kann man in der Daisy Standalone eigentlich nicht haben. Oh. Alter. Jo, was hat der für eine Mag, Mann? Was hat der für eine Waffe und für eine Mag? Erdbeben in Livonia. Erdspalte in Livonia, Mann. Was ist hier denn los? Das war schon ein bisschen weiter weg, ne? Meinst du? Ja, ich würde schon sagen, dass es vom Airfield kam. Oh je. Dann ist da wahrscheinlich eine. Guck mal, die Zombies rechts jucken null. Es juckt die einfach nicht. Ja, nee, das juckt die auch nicht. Hätte ich jetzt geschossen in der südlichsten Stadt? Alle zu mir. Alle. Über die ganze Map, alle zu dir. Das ist normal bei uns, ja. Noch vorhin ohnmächtig im Busch. Ja. Zombie. Ja. Oh.
Das ist schon nah, ne? Ja, kann aber bald sein. Ja. Auf was schießen die? Keine Ahnung. Das ist auch immer die Waffe, die wir hören. Aber gut, alles andere ist natürlich auch 20 mal leiser. Ja, das könnte. Ja, ja. Okay. Neuer Schuss, neuer Schuss. Pass auf, ne? Das könnte hier schon im Livonia-Gebäude sein. Oder ich weiß nicht. Vielleicht im Krankenhaus? Boah, keine Ahnung. Wir haben halt noch einen krassen Vorteil, ne? Weil die nicht wissen, dass wir hier sind. Nee, es kommt von links irgendwo. Ja, ja, aber da war ja noch ein zweiter, der geschossen hat. So, stimmt. Viel weiter hinten, ne? Das ja, aber das andere, was hier, die Erdbebenwaffe. Das kommt gefühlt aus dem Tarnnetz da. Ja, gefühlt ja. Ist denn nicht auch noch ein Prison? Lass mal weiter rangehen, oder? Ja. Müsste eigentlich safe sein. Gott, der Regen ist halt so laut. Ja, ja. Obwohl ja, ich glaube, das kommt aus der Mitte. Zelte, meinst du? Aus den, ja, nee, von den Bunkern in der Mitte. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Boah, der Blitz. Digga. Ja, ich bin da. Was denn, was für Digga? Ach so. Lass mal von hier ein bisschen spotten. Ich glaube, wir sind hier schon relativ nah dran. Hier ist bei mir so eine Zombie-Leiche. Okay. Ja, ja, die sind in der Mitte. Hab sie gesehen. Bei den Bunkern da. Sollen wir da mal rangehen? Really? Naja, guck mal, ich glaube nicht, dass die uns sehen würden. Also beziehungsweise darauf achten würden. Ich schätze, die haben Vollfokus auf die anderen. Und wenn wir jetzt so ein bisschen von, ich sag mal, Osten kommen, vielleicht können wir das Friendly lösen. Achso. Ja, vielleicht können wir das Friendly lösen, meinst du, in der Daisy Standalone. Okay, go. Hier einfach rüber jetzt, oder was? Hier rüber, ja. Ja, das war schön mit dir. Ja, ging so eigentlich, muss ich sagen. Schön, aber dass du da warst an der Stelle. Natürlich, Bro, wir haben hart gekämpft. Da kommen schon Schüsse. Auf uns, ich weiß es nicht. Ich glaub schon. Da sind sie. Scheiße, ich bin dead. Nice. Der ist direkt da in den. Oh, ich habe ihn richtig hart gegeben, aber er hat mich gekillt. Wahrscheinlich friendly lösen, oder? Ja. Alles so ein ehrenvolles Ende, oder? Nochmal hingepusht. Wie ist dead? Der ist gestorben? Ja. Dann hast du mal hin. Ich stimme mit den Zombies rein, Mann. Das kann ja, ich bin auch schon unterwegs. Bin jetzt am Flugzeug. Ich sehe leider noch gar nichts da hinten. Oh ja, da ist ein voller Clip. Da vielleicht dreh ich mal mit dem, oder was? Also ich bin so gut wie dead. Schüsse auf dich. Nee, auf mich. Oh, ich höre es, ich sehe es. Warte mal, Big Dick Rick ist dead? Jemand anderes ist dead? Was ist da los? Hello, friendly? Hello? Hey, buddy. Hello. Cool. Yo, we are friendly, man. Don't worry. Oh mein Gott, Alter, ich sterbe hart. Der hat die gerade beide erschossen gerade, ne? Ja, ja, ich sehe es, der ist hier bei mir. Yo, bro, you alright? You alright? Can you talk? Can you put off your mask, please, so we can hear you? Oh, hey, no, nice. Hey. All the gunshots and shit. Yeah. Yeah, that was pretty loud. Let's go in here. Hello. Alter. You guys aren't with those guys, are you? Oh, no. Saved my life, man. They just killed us as well. We just went here on the airfield and they sniped us. Oh, Alter, ich hab schon wieder übelst den Loot, ne? Wirklich jetzt? Ich hab meine Mosin wieder. Ohne Spaß. Nachtsichtgerät am Start natürlich. Ich hab meinen ganzen Stuff wieder, ne? Das ist unglaublich. Hast du auch die AK? Nee, noch nicht. Do you see a golden AK? Redet nicht mehr. Bro, are you still here? With us? Yeah, I'm still here. I haven't seen a gold AK though. We are very attached to it, to be honest. Oh. Was? Ja, wie ist das? Oh scheiße, müssen wir uns beeilen, ne? Wie? Ah. Jo, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut an der Stelle, oder? Mega Glück gehabt, nach dem Server-Restart nochmal. Sind wir nochmal erfolgreich rausgekommen. Leider die goldene AK verloren. Oh. Ja, das ist schon, weiß ich nicht, das ist schon ein Grund für mich, hier nochmal das ganze Airfield zu durchkämmen, muss ich sagen. Um die nochmal wiederzufinden.
Aber gut, man kann natürlich nicht alles haben in der Daily Standard. Ja, naja, die ist vielleicht despawned, oder? An deinem alten... Nee, ja, keine safe Ahnung. Ist sie weg, sie ist safe weg. Ja, glaube ich auch. Also ich wüsste jetzt nicht, wer die noch mitgenommen haben sollte. Nice, nice. Cooler Zaun auf jeden Fall hier. Kennt man auch typisch in der Daily Standard. Aber wenigstens haben wir überlebt. Nochmal eine friendly Begegnung, Alter. Ja, ne? Also das haben wir mehr Glück als Verstand gehabt. Das war echt so. Ja, es sei denn, der hatte keine Munition mehr. Das kann ich mir auch vorstellen. Lol, aber wer weiß. Weiß ich nicht. Der hatte, glaube ich, nur eine Waffe, als wir dem begegnet sind. Naja, okay, gut. Ja, dann schauen wir. Wenn ihr mehr sehen wollt von Livonia, dann lasst uns das natürlich gerne wissen hier. Natürlich. Und das Equipment haben wir ja auf dem Server. Und in dem Sinne würde ich sagen, war's das für diese Episode, liebe Freunde. Zur Aufmunterung nach dem Verlust der goldenen Acker freue ich mich natürlich über das ein oder andere Like oder auch Abonnement. Wir ziehen im Dunkeln von dann und schauen mal, wie und wo es mit uns und unserem neu gewonnenen Equipment weitergeht. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode, nächsten Sonntag, 19 Uhr.